Yo Leute, was geht? Ich bin Sotranix und willkommen zu einem etwas anderen Video auf meinem Kanal. In der letzten Zeit habe ich extrem viele Fragen zu meinem Level 1 Account gestellt bekommen und in diesem Video möchte ich genau auf diese Fragen eingehen. Ihr müsst wissen, dass der Level 1 Account ein großer Bestandteil meines Kanals ist und dass ich ohne diesen Level 1 Account niemals jetzt hier mit über 100.000 Abonnenten sitzen würde. Wie wahrscheinlich viele von euch bemerkt haben, kamen in letzter Zeit wenig Videos von meinem Level 1 Account und das Ganze hat auch einen Grund. Ich muss sagen, ich war mir bisher echt unsicher, ob ich euch das Ganze mitteilen soll oder eher nicht und ja, jetzt bin ich zu dem Entschluss gekommen, es euch mitzuteilen. Meinen Level 1 Account gibt es nicht mehr. Ich habe momentan keinen Level 1 Account und das Problem daran ist, dass ich aus Versehen meinen Level 1 Account geupgradet habe. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich jetzt viele von euch einfach freuen, dass ich keinen Level 1 Account mehr besitze, aber wenn ich so überlege, ist es eigentlich schon echt traurig, weil Leute, dieser Level 1 Account hat mir einfach so alles auf YouTube ermöglicht und wir haben mit dem Level 1 Account Weltrekorde aufgestellt und so weiter und so fort und dass jetzt einfach sowas weg ist, ist auf jeden Fall nicht so cool. Mir ist das Ganze wirklich aus Versehen passiert. Ich wollte den Level 1 Account niemals upgraden und ihr glaubt mir gar nicht, wie meine Laune danach war, als ich gesehen habe, okay, es gibt ihn nicht mehr. Ich kann keine Videos mehr machen. Ich bin nicht mehr mit Level 1 in Arena 10. Ich kann nicht Arena 11 erreichen und ja, diese Gedanken haben mich bis heute immer noch so ein bisschen verfolgt und ich dachte mir, Leute, wäre ich Sotranix ohne einen Level 1 Account? Ich glaube eher nicht. Deswegen habe ich beschlossen, Leute, ein neues Projekt zu starten und zwar Revival Level 1 Account. Ich habe beschlossen, mir einen neuen Level 1 Account zu erstellen und ich versuche, diesen neuen Level 1 Account auf jeden Fall wieder in Arena 10 zu spielen und ihr könnt euch auf jeden Fall freuen auf fette Chest Openings und auf die Wiederbelebung meines Level 1 Accounts, auch wenn es nicht mehr der gleiche ist. Wir probieren auf jeden Fall alles zu toppen und die Weltrekorde wieder, ja, an uns zu reißen, wie auch immer. Und ich denke mal, darauf habt ihr Bock. Wenn ihr das Ganze feiert, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und an der Resonanz sehe ich ja dann, ob euch das Ganze interessiert, ob ihr darauf Bock habt und so weiter und so fort. Und lasst auch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos von mir zu verpassen. Ich glaube, das Ganze kann wirklich, wirklich spannend werden, denn ihr seht jetzt wirklich nochmal alles von Anfang an. Zum Beispiel seht ihr, wie ich in den Arenen steige, wie ich neue Karten freischalte und wie ich neue Trophäenrekorde aufstelle. Ich glaube, das wird eine richtig coole Zeit und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Und ich bin Sotranix und ich muss einfach einen Level 1 Account weiterhin haben, weil, Leute, ich habe mit einem Level 1 Account auf YouTube begonnen und das möchte ich auch weiterführen. Ja, es ist ein bisschen doof gelaufen. Eigentlich finde ich das sogar echt mega komisch, weil einfach mein Handy gebuggt hat. Und ich meine, ich habe ein iPhone 7 und dass so ein Handy buggt, ist natürlich jetzt ein bisschen schade. Ich glaube auch nicht, dass da der Support noch irgendwas retten kann. Deswegen, Leute, müssen wir das Ganze nochmal von vorne machen. Eine positive Sache hat das Ganze natürlich an sich. Und zwar habe ich jetzt einen richtigen Account. Ich habe jetzt einen Level 9 Account und werde den die nächsten Tage auf jeden Fall mal komplett auf Level 11 oder so upgraden. Je nachdem, ja, wie weit ich mit den Karten komme. Ich kann auf jeden Fall noch ein paar Karten upgraden. Ob es für Level 11 reicht, kann ich gar nicht so genau sagen. Aber ich denke schon, das sollte auf jeden Fall drin sein und dann habe ich auch endlich mal einen richtigen Account für Challenges und so weiter und so fort. Und Leute, wenn ihr Bock habt auf das Level 1 Account Projekt, dann schreibt es runter in die Kommentare, weil ich meine, ihr habt da Bock drauf. Alles nur mal von vorne, das ist mega spannend, glaube ich, einfach mal zu sehen, ja, wie sich so ein Account entwickeln kann. Jetzt ist es raus, Leute, ich habe es euch lange verschwiegen, beziehungsweise ich wollte es euch eigentlich gar nicht sagen, weil ich mir dachte, das kommt, glaube ich, nicht so gut an, wenn ich jetzt meiner Community sage, es gibt keinen Level 1 Account mehr, weil viele von euch haben mich wegen dem Level 1 Account, beziehungsweise wegen des Level 1 Accounts abonniert und das soll auch weiterhin so bleiben, deswegen gibt es einen neuen Level 1 Account und ich denke, das wird auf jeden Fall ganz spannend. Jetzt ist es endlich raus. Oh mein Gott, das ist echt ein komisches Gefühl, kein Level 1 Account zu haben.
Das könnt ihr mir auf jeden Fall glauben. Ja, das war die Wahrheit über meinen Level 1 Account. Das war jetzt einfach mal so ein kleines Real Talk Video. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Ganze gefallen hat. Übrigens habe ich euch in der Videobeschreibung ein Video verlinkt und es würde mich riesig freuen, wenn ihr einfach mal bei dem Video vorbeischauen würdet und dem Video gegebenenfalls einen Daumen nach oben da lasst und eventuell einen Kommentar schreibt. Das würde mich echt riesig freuen. Ansonsten könnt ihr mir gerne noch auf Instagram folgen. Dort heiße ich Sutranix. Und auf Twitter könnt ihr mir auch folgen. Und Leute, checkt auch gerne mal meinen Merchandise ab, Leute. Wenn ihr Clash Royale feiert, wenn ihr mich feiert, dann schaut dort unbedingt mal vorbei. Es gibt nämlich zwei Designs, ein Clash Royale Design und ein normales Design. Bei dem Clash Royale Design seht ihr hier einmal eine legendäre Karte, die ist richtig geil. Schaut euch das einfach mal an, Link auch in der Beschreibung, und bei dem anderen sieht man einfach mal hier so eine Sutranix-Schrift von rechts nach links, von mir aus. Ist auf jeden Fall ganz cool, der Merchandise, ich feiere ihn sehr und ja, das war's mit dem Video, endlich ist es raus, der Level 1 Account ist für die Maus. Ich lasse das einfach und ich spiele einfach wieder einen Level 1 Account, weil das kann ich glaube ich am besten. In dem Sinne, Leute, würde ich sagen, war's das mit dem heutigen Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Hey Leute, ich bin Sutranix und willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale von unserem Level 1 Account. Genau, wir machen heute ein Chest Opening, denn wie ihr seht, ich habe 5022 Gems und da dachte ich mir, machen wir einfach mal ein Magical Chest Opening und öffnen ein paar Magietruhen, logischerweise. Genau Leute, aber es gibt viele Neuigkeiten, von denen ich euch noch nichts gesagt habe, beziehungsweise ich denke, einige von euch wissen es schon. Erst einmal, ich war in TV Royale. Dazu hatte ich schon ein Bild auf Instagram gepostet, folgt mir dort gerne, dort heiße ich auch Sutranix. Genau, und ich war in TV Royale, hab natürlich gewonnen, so muss das nämlich sein. Und ja Leute, mir ist einfach was extrem Krasses passiert. Mein Crown Tower, das heißt mein größter Tower, den man in Clash Royale hat, hatte noch 24 HP. Und das Ding war, dass ich einfach noch seinen Tower, also er hatte noch alle drei Türme und mein Crown Tower hat noch 24. Da könnt ihr euch ja denken, dass es knapp ist oder 54. Irgendwas in dem Dreh hatte mein Tower. Und dann habe ich einfach noch seinen Tower links weggeholt, auf der linken Seite, und habe es dann wirklich noch 10 Sekunden vor Schluss geschafft, seinen kompletten Crown Tower mit Full Life zu zerstören. Und das war extrem krass und das hat mich in TV Royale gebracht, meiner Meinung nach auch ein richtig, richtig nicer Kampf. Genau Leute, ist auf jeden Fall nice, so 6, dann bräuchte ich, okay, seltene sind voll, jetzt noch eine epische. Lol. Okay, Leute, das kann keine Legendary sein, auf keinen Fall. Ich glaube, ich bin zu dumm, ich habe das nicht verstanden. Ich dachte, es müssen 13 epische und, ja, dann halt noch, nee, 2 epische und 13 seltene. LOL, no way, das Spiel will mich verarschen, no way. Das kann doch nicht sein, Leute, wollt ihr mich verarschen? Nein, Alter, ich komme nicht mehr klar, Leute. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie ein Pro bin, aber meiner Ice Wizard Inferno Dragon mit Level 1. Wollt ihr mich komplett verarschen? Und jetzt bin ich selber so ein Spacken, der eine kriegt. Naja, 439 Gold, 5-mal die Lakaienhorde, die Lakaien, dann der Knall. So, jetzt 13. Lol, no way, no way. Nein, Leute, nein, nein, nein. Ich komme nicht drauf klar, Leute. Das kann nicht sein, wirklich, Leute, es kann nicht sein. Nein, Leute. Die nächste Magietruhe. Einmal den Riesen, einmal den Grabstein, zweimal den Ofen. Okay, das wird keine Legendary. Genau. Okay. Leute, ich komme nicht klar. No way. Nein, es kann nicht sein, Leute. Ich habe jetzt einfach 2 Legendaries in dieser Folge bekommen. Will mich mein Glück eigentlich komplett verarschen? Es kann nicht sein, Leute. Oh mein Gott, wir sind mit Level 1 in Arena 10 auf über 3000 Pokalen, Leute. Ich würde einfach mal sagen, wir sind mit Level 1 in Arena 10 auf über 3000 Pokalen, Leute. Wir haben die 3000 Pokale mit Level 1 geknackt.
Wie heftig ist das? Ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir irgendwann mal mit einem Level 1 Account 3000 Pokale erreichen.